Monsieur Stachler. Gleich nochmal rein. Was, wir haben nur eine Starcoin. Wo ist denn die andere hin? Ach, die haben wir wohl nach dem Checkpoint eingesammelt. So ein Sack. Komm da genau da angeschissen, wo ich hinspringe. Jo, servus, Leute, zum weiteren Paranews von Mario Bros. U. Heute hoffe ich doch mal mit ein bisschen mehr Skill als gestern. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was der heutige Tag und der heutige Part bringt. So. Ich bin gespannt. Hier fehlt noch eine Starcoin, genau, die wir mit unserem Yoshi ergaunen müssen. Jetzt werden wir erstmal sämtliche Fassis fressen. Damit hier überhaupt noch was geht. So. Fassis fressen. Ich fass es nicht. Die Fassis. Gibt's hier irgendwas? Nein. Gib du mir mal das Dingens da. Jetzt haben wir ein Fassi eingefroren, können wir nicht mehr fressen. Okay. Oh, wir haben die Pflanze eingefroren. Ist ja nett. Und die nächsten Fassis haben wir eingefroren. Oh, bin ich jetzt zu voreilig? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Die werden jetzt wieder frei, ne? Oh, und wollen wir ans Leder. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt haben wir keinen Yoshi mehr. Aber ich glaube, hinten kriegen wir noch einen. Oder? Schlupscher. Hier kriegen wir irgendwo einen Yoshi. Oder auch, ne? Bekam ich nicht hier irgendwo einen Yoshi? Ich glaube, unten, oder? Irgendwo gibt es hier einen Yoshi. Das weiß ich, weil hier Check the Point war. Also, hier gibt's ihn. Genau, hier ist er, hier ist er. Mann. So viel zum Thema mehr Skill als gestern. Aber es ist ein Trixie-Level. Ich mag die Fassis nicht. Hab sie noch nie gemocht. So, hier drin ist die gesuchte Starcoin, die wir nur mit Yoshi erreichen. Weil wir anders nicht spinjumpen können. So, wir haben sie. Jetzt müssen wir halt nur noch den Levelausgang erreichen. Nur noch. So quasi das leichteste der ganzen Challenge. Gucken wir mal, ob es uns möglich ist. Bis jetzt schaut es ja gut aus. Was passiert denn eigentlich, wenn wir hier sämtliche Früchte fressen? Was passiert dann Schönes? Keine Ahnung, was passiert denn, wenn wir genug Früchte fressen? Kommt dann ab oder ein Power-Up oder irgendwie sowas kommt doch dann. Wenn wir Gegner fressen, passiert schon mal gar nichts. So, wir fressen hier alle Fassis. Sicher ist sicher. So, einer noch, oder? Fehlt noch einer? Ja, da ist er. Und schon ist er gesnackt. Trifft sich ja gut. Trifft sich gut. Es muss keinen Scheiß machen, Goschen. Bloß keinen Scheiß machen. Oh, haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Ich glaube es nicht. Naja, noch haben wir es nicht geschafft, aber wir sind auf dem besten Weg. Wir sind auf dem besten Weg zum Ziel. So nicht. Und haben es geschafft. Alle drei Starcoins abgeräumt. Mario Time. Wird ja auch langsam Zeit, dass wir dieses Level hier abschließen. Haben wir im letzten Part schon lang genug rumgekämpft. Ich muss aber dazu sagen, ich habe gestern Videos ohne Ende aufgenommen. So, wo geht's jetzt hier weiter? Jetzt muss ich da an den Schalter hin. Ja. Yeah. Und dann geht's da weiter. Candice Mine 2 in der Höhle des Stachelfischs. Oh oh. Das hört sich schon wieder mies an. Der Stachelfisch, ist das der große Dicke? Ist das der große Dicke oder was? Was ist das hier für eine Höhle? Einfach nur so. Eine Feuerblume. Ist die praktisch unter Wasser? Ich weiß es nicht. Ich bleibe mal bei meinem, ich will immer Tanuki sagen. Es ist kein Tanuki. Oh, verdammt, hier ist Strömung. Hier ist Strömung.
Ich hätte wohl doch bei der Feuerblume bleiben sollen. Ich hätte mir die Feuerblume holen sollen. Jetzt wissen wir, was der Stachelfisch macht und wer das ist. So, gebasht. Gebasht, geohnt, eine auf der Fresse. Oh, was ist hier? Verdammt. Verdammt verpasst. Komme ich da auch so rauf? Doch, da muss ich doch so raufkommen. Ich komm, Etzer. So, jetzt dachte ich schon, ich komme da drauf. Ich muss hier nur aufpassen wegen den Strömungen, die mich hier durch die Gegend treiben. Nein! Ist der Cooper stehen geblieben? Ja, das machen sie hier, das machen sie hier. Die machen so kleine Tanzeinlagen. Man denkt, sie laufen und man will draufspringen und plötzlich bleiben sie stehen, die Frecker. Na gut. Jetzt gibt's hier nur noch einen Pilz. Ja, es gibt hier nur den Pilz. Wir kriegen keine Feuerblume mehr. Ich glaube, Feuerblume wäre doch das vernünftigere Item gewesen. Aber naja. Haben wir nicht, brauchen wir nicht, machen wir nicht, gibt's nicht. Geh weg. Scheiße. So. Bashen wir dich nochmal. Oder auch nicht. Wird ja zu viel versprochen, unser Droschken. Aber ist ja auch nichts Neues. Wo ist er denn? Unser Mario, da ist er. Geh weg, geh weg, geh weg. So. So, und nach oben. Immer schön aufpassen auf den stacheligen Kollegen. So. Ob das klappt? Jawohl, es klappt. Heili, geili. Hier gibt's auch nichts. So geht es hier nicht. Also sie haben echt manche Mechaniken aus vorgehenden Games rausgenommen. Alter, ist es tricksy, hier an alle Red Coins zu kommen. Ah, geht nicht. Ich muss mich hier treiben lassen. Das ist auch böse. Ist hier was? Nein. Oh, check the point. Müssen wir aktivieren? Check the point. Mein Freund, check the point. Ist da unten was drin? Ist hier was? Geht's hier irgendwo rein? Nur der Stachelfisch kommt durch die Wände. Wir nicht. Oder unten ist die Starcoin. Kann ich das Ding jetzt hier nochmal nehmen? Verdammt. Aber es muss doch gehen. Ja, es geht. Heili, geili. Und die Starcoin collected. Verdammt, was macht jetzt da der Cooper? Was macht jetzt da der Cooper? Hier, geh weg, geh weg, geh weg. Gib mir ein Item. Jawohl. Ist da oben was? Mensch, das ist schon wieder so ein verzwicktes Level, bei dem wir hier... Gibt's wieder 1000 Wege hier? Dann gibt's schon wieder 1000 Wege. So, gebasht. Wir gucken hier rein. Es ist zu auffällig hier, aber hier ist nichts außer Münzengedöns. Na gut, glauben wir das mal. Oben lang oder unten lang? Vielleicht sollten wir hier in die Mitte gucken. Nein, hier ist nichts. Geh weg! Hier ist nichts außer Strömung. Oh, jetzt bin ich gleich down, oder? Ja, der Sack. Ich glaube, ich habe was verpasst. Ich hätte oben lang sollen. Ja, es ist ein lustiges, interessantes Level. Oh, Item. Und schon ist es wieder weg, das Item. Verdammt. Er kam, um mich zu töten. Monsieur Stachler. Gleich nochmal rein. Was, wir haben nur eine Starcoin. Wo ist denn die andere hin? Ach, die haben wir wohl nach dem Checkpoint eingesammelt. So ein Sack. Komm da genau da angeschissen, wo ich hinspringe. Na gut, das ist mal wieder ein Fall für einen Sterndal, wa? So, jetzt werden die Items doch langsam knapp. Am Anfang dachte ich, mir reicht die Leiste nicht. Komm her. So, gebasht. Jetzt müssen wir da unten lang. Verdammt, ich schaff's nicht. Ich schaff es nicht. Na gut, dann brauchen wir noch einen Koopa. Wo ist denn der Rode eigentlich hin? Da ist er. Jetzt ist der schon wieder da. Du gehst mal halt überhaupt nicht auf den Sack. Verdammt, der geht nicht unter mit dem Koopa in der Hand. Warum denn nicht? Also vorhin auch funktioniert. Machen wir es eben so.
Irgendwie klappt es schon. So, aufpassen, da oben ist ein Cooper. Hier ist ein Item. So, und du? Gehst mir auch ein bisschen auf die Nieren, oder? Geh weg. Okay. Hier brauchen wir wohl einen Cooper. Schauen wir mal, ob das was bringt. Das habe ich ja vorhin nicht geschafft. So. Gucken wir mal, ob das hier was bringt. Und wenn ja, was? Ein Ab. Nur ein Ab und mehr nicht. Das ist halt wenig, ne? Aufs Ab ist halt auch geschissen. Hm. Ist hier oben was? Hier ist tatsächlich was. Hier geht's weiter. Und hier ist Wand. Alle Hand. Hier ist Wand. So, jetzt gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir jetzt hier Standard. Nein, wir kriegen... Abbuizettel. Nie gewonnen, so zerronnen. Da oben war die Starcoin, habe ich gesehen. Ich muss jetzt nur noch den Weg finden, da reinzukommen. Hm. Hä, wie guckt man denn da rein? So nicht. Oh, wir müssen den Weg suchen, Leute. Wir müssen den Weg suchen, da reinzukommen. Oh, das war Glück. Wenn das noch geht, geht's hier irgendwo rein? Hier nicht. Verdammt, geht's hier irgendwo rein? Nein. Der holt mich jetzt wieder. Ah, danke, Ranke. Oh, hier geht's zum Bonus. Bonus! Ah ja, ich verstehe. So kommen wir zu Starcoin. So kommt man hier zu Starcoin. Ist ja interessant. Starcoin! So, wir haben alle drei. Und jetzt nix wie auf ins Ziel. Nix wie raus aus dem Level. Der Dicke nervt mich. Ich mag den Dicken nicht. Was ist das da unten für eine Lücke? Kommt der nochmal, der Dicke? Er kommt nicht nochmal, oder? Das heißt, ich könnte mich hier umschauen. Nach einem etwaigen Secret Exit. Nein, hier geht's nicht durch. Ich wollte es wissen. Es gibt Level, da funktioniert sowas. Hier scheint's nicht zu funktionieren. Und mich jetzt das sinnlos in den Tod zu stürzen, aus Neugier, das unterlasse ich jetzt auch mal. So, wir müssen jetzt diesen Schalter umlegen und kommen rüber zum Bum-Bum-Schloss. Grollturm des Grauens. Gandhis Mineturm. Grollturm. Okay. Ach, ich verstehe, warum Grollturm. Groll und Roll und so. Hier rollen die Dinge. Oh, verdammt. Kriegt der da Stacheln, der Kasper? Kommt man da rein? Hier kommt man nicht rein. Oh, oh. Kommt man da rein? Nein. Das ist... interessante Mechanik. Oh, oh. Doch, das gefällt mir. Das ist was Neues. Ja, so neu jetzt auch wieder nicht, aber interessant. Sowas gab's vorher auch noch nicht in dieser Art. Oh, hier geht's rein. Oh, ein Mini-Pill. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich mir hier selber ans Bein gepisst, oder? Hab ich oder nicht? Ich weiß nicht, ob wir da hinten rein sollen. Soll ich es testen? Ah, hier ist Wand. Scheiße, jetzt bin ich down. Jetzt bin ich down. Ich wollte wissen, ob man da rein kann. Das muss man ausprobieren. Das muss man einfach. Weil es gibt wirklich Spiele, Games und Level, in denen ist es möglich. Da haben sie in diesen Wandlöchern was versteckt. Geheime Eingänge und so weiter. Drum muss ich das testen. Na gut, testen wir hier mal weiter. So. Wir wissen jetzt schon mal, was hier abläuft. Stachelkugeln mit hässlichen Gesichtern. Und kleine stachliche Scheiße. Und ein Minipilz. So. Schön aufpassen. Der Minipilz macht es insofern schwierig, weil jetzt ist alles Instant Death. Okay. Ach du Scheiße. Ich weiß, was sie wollen. Ach, ist das bös. Hier muss man schnell sein. So.
Und rauf da. Und rein da. Jawohl. Erste Starcoin collected. Ach, hier sind wir. So, jetzt gucken. Das sieht so aus, als ginge es da hoch. Ja. Zweite Starcoin. Und check the point. Mein Freund, check the point. Oh, das war knapp. Das war fast ein bisschen zu früh. Geh weg. Das ist schon ein bisschen mies. Jetzt habe ich halt keine Ahnung, ob wir die Star... die Starcoin. Ob wir den Mini-Pilz noch brauchen oder ob ich ihn... weglegen darf. Ob ich ihn quasi ablegen darf. Hier geht's rein, das dachte ich mir. Ja, hier ist nämlich normaler Pilz. Ich nehme ihn jetzt mal. Es kann passieren, oder es kann sein, dass das jetzt ein Fehler war. Kann sein, dass es kein Fehler war. Hier geht's doch bestimmt rein. Red Coin Gedöns. Das gönnen wir uns jetzt mal. Fürs eine oder andere Item. Wo können wir die Teile einfrieren? Das ist auch interessant zu wissen. Können wir nicht. Für was dann die Feuerblume? Damit wir auch was haben. Damit wir nicht so nackt durchs Level müssen. Aber wir können sie zumindest so von unten bashen. Das ist schon mal interessant. Ah, hier geht's nicht weiter. Hier geht's auch nicht rein. Oh, sie kommen. Sie kommen. Sie kommen, um mich zu holen. So. 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 Psa. Halt, nein. Ich möchte halt zu gerne in die Lücken gucken. Ich möchte in den Lücken gucken. Aber es ist gefährlich. Guck mal hier mal in den Wänden. Hier ist nichts. Ja, so manche Neugier kann Leben kosten. So, jetzt ist halt die Frage. Nein, ich glaube nicht, dass an den Seiten was ist. Aber es fehlt noch eine Starcoin. Verdammt nochmal. Verdammt. Es fehlt noch eine Starcoin. Eine haben wir verpasst irgendwo. Die wird jetzt nicht mehr kommen. Denke ich mal. Eine Starcoin haben wir schon verpasst. Na gut, da werden wir nochmal suchen müssen. Bum, bum. Kann man dich eigentlich auch gemütlich von der Ferne abballern? Oh, oh, Regenbogenstaub. Ach, der fliegt. Was bist du für eine? Sieht aus, als hätte er eine Zwangsjacke an. So. So. Im richtigen Augenblick auf Bum-Bum gesprungen. Und er hat keine Chance. Deswegen fehlt aber trotzdem noch eine Red Coin. Eine Star Coin. Eine Sternmünze fehlt nach wie vor. Guck, was ist das da hinten eigentlich für eine Einbuchtung? Seht ihr das? So ein Halbkreis, so ein ausgeschnittener. Da bin ich mal gespannt. Wir müssen hier nochmal rein, Leute. Wir müssen suchen. Irgendwo muss sie ja sein. Wollen sie vielleicht doch den Mini-Pilz bis zum Schluss? Aber ich wüsste nicht, wo. Geht weg. Geht weg. Hier kann sie noch nicht sein. Also machen wir uns jetzt hier nochmal keine Gedanken. So, wir müssen rauf. Verdammt, mich schon wieder getroffen, der Sack. Hier ist Mini-Pilz. Brauchen wir den? Ich nehme ihn jetzt mal mit. Ich nehme ihn jetzt mal mit. Er kann ja nichts schaden. Warte mal, hier war die zweite. Also könnte hier die dritte schon versteckt sein irgendwo. Oh oh. Könnte. Muss nicht, aber könnte. Ich glaube es zwar nicht, dass es so nah versteckt ist. Aber es wäre möglich. Nein, hier ist nichts. Und ich glaube, von hier aus kommen wir... Wir kommen hier ja irgendwo wieder raus, ne? Okay, hier geht's nach oben. Verdammt. Verdammt, ich wollte jetzt... Ah, nee, Mann, hier ist die zweite Starcoin. Das heißt, ab jetzt müssen wir suchen. Ab jetzt müssen wir suchen. Vielleicht müssen wir ja in irgendeine dieser Röhren. Da habe ich gar nicht geguckt. Hier geht's auf jeden Fall nirgends rein. So, es gibt 5 Röhren, die sich nicht bewegen. Da wäre die Chance groß, dass man da rein kann. Bei den Bewegenden glaube ich jetzt nicht. Gucken wir mal. Gucken wir mal, gucken wir mal.
Nein. Es ist mies. Es ist mies mit dem Mini-Pilz. Ups, ist das mies? Hier nicht. Hier nicht. Geh weg, geh weg, geh weg. Wo ist die dritte Star Coin? War ja doch in einen der bewegenden Röhren. Sich bewegenden Röhren. Ups. Ich weiß es nicht, aber es sieht nicht so aus, als würde sie irgendwo reingehen. Na gut. Wo haben wir denn noch nicht geguckt? Hier geht's auf jeden Fall rein. Zum Red Coin Gedöns. Na gut. Okay, ein ab. Wo haben wir noch nicht geschaut, Leute? Hier ist nichts. Hier kann sie nicht sein. Na, höchstens da oben bei den ganzen Röhren. So, wir nehmen mal ein großes Item. Sei dir das weiß ein Fehler. Hier kommen wir nirgends rein. Also in die Röhre meine ich. In die Röhre geht es nicht, aber wir können da hinten gucken. Hier in den Wänden und so weiter haben wir nicht geschaut. Oder? Hab ich? Weiß gar nicht mehr. Wir müssen weiter gucken. Ups! Glück. Glück, Glück, Glück. Wir müssen weiter suchen. Hier geht's nicht rein. Hier geht's auch nicht rein. Verdammt. Wo? Ach doch, da oben. Da oben. Verdammt. Ich gehe mich jetzt töten. Check the Point haben wir erreicht, oder? Ich glaube schon. Wir brauchen den Mini-Pilz für oben, Leute. Ganz oben war eine Mini-Röhre. Verdammisch. Ich hoffe, wir bekommen den Mini-Pilz noch. Bekommen wir den jetzt noch? Nein, ne? Wir bekommen ihn nicht. Stimmt's? Hier ist nur der Große drin. Ach komm, ist doch scheiße gemacht. Das ist doch scheiße gemacht. Na gut, verlasse ich das Level. Und guck, dass wir hier irgendwo ein Itemhaus haben. Gibt's hier irgendwo ein Itemhaus, zu dem wir irgendwie hinkommen? Dann schauen wir, dass wir irgendwie den... Na, nicht auf das Blaue. Schauen wir, dass wir irgendwie an den Mini-Pilz kommen. Das zoomen wir uns jetzt mal. Hier, gehen wir mal... Ach, wo rennst du denn hin, Mario? Du sollst daher, Mann. Rennt rum, wir Zeisele. So. Wir gehen in den Eichenhain. Und schauen, dass wir ein Toadhaus finden. Und hoffen, dass wir den Mini-Pilz abstauben können. Ja. Es ist gut, aber brauchen wir nicht. Hier gibt es keine Toadhäuser mehr. Hier gibt es keine Toadhäuser mehr. Schau mal rum. Irgendwo... da hinten ist eins. Eben, ich habe nicht alle aufgebraucht. Mit den Toadhäusern war ich ja relativ sparsam. Ach, jetzt hier... Hier gibt es auch keinen Mini-Pilz. Es ist nicht möglich... gezielte Items zu generieren. Na gut. Das habe ich natürlich nicht aufgepasst. Also, das hier ist auf jeden Fall kein Bowser-Kopf. Und das hier... Doch, das ist es. Na gut. Bekomme ich jetzt gar nichts? Doch, ich bekomme einen Pilz. Aber ich hätte gerne einen Mini-Pilz, ne? Wie mache ich das? Muss ich jetzt der Bum-Bum nochmal besiegen? Oder gibt's eine andere Möglichkeit? Gehen wir nochmal zum Kantis Meer. Na, Kantis Minen, nicht Kantis Meer. Zu den Kantis Minen. Bleibt der Checkpoint bestehen? Dauerhaft? Gucken wir mal. So was ist natürlich blöde. Ja, der Checkpoint bleibt. Das erkennt man an der roten Mario-Fahne. Na gut. Dann hätte ich gesagt, beenden wir hier den Part. Und im nächsten Part machen wir im nächsten Level weiter. Entweder
der Checkpoint verschwindet, sobald wir im nächsten Level den Checkpoint erreicht haben. Oder aber wir haben irgendwann einmal einen Mini-Pilz übrig und dann gehen wir in dieses Level rein. Das ist natürlich blöde. Oder ich mach Bum-Bum nochmal. Das sehen wir dann schon. Jetzt höre ich auf jeden Fall auf mit Labern und beende den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Daumen nach oben tut nicht weh. Abonnieren nicht vergessen und Adblocker aktivieren. Und ich sag Servus, bis zum nächsten Mal. Euer Dosten.